Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, was mache ich mit meinen Händen, und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Trendradar Trendbox aus dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier immer sehr, sehr trendige Produkte drin enthalten, die vor allem so ein bisschen, also nicht ein bisschen, die sind halt nachhaltiger konzipiert. Und das finde ich immer ganz spannend, was es da halt alles so auf dem Markt mittlerweile gibt. Und ja, sie erscheint monatlich, kostet ab 29,95 € und ich habe einen Code Claudi15, damit kannst du 15% auf deine erste Box sparen, wenn du möchtest. Schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich einen Link reingesetzt, denn ich bekomme diese Box auch in Kooperation zugeschickt, um sie euch vorstellen zu können. Und ja, genau, die erscheint monatlich und da haben wir echt super viele coole Produkte immer drin aus den Bereichen Beauty, Food, Wellness und so, ne? Und ja, mal gucken, was sie sich jetzt für den September überlegt haben. Es ist ja Herbst eigentlich, aber es ist doch relativ warm, ne? Genau, also ich mache jetzt hier den Karton einmal auf. Den benutze ich übrigens auch immer super gerne, wenn ich so Verlosungspakete packe. Da sind ja echt allerhand jetzt auch aktuell in Mache, sage ich mal. Hier habe ich auch noch ein kleines Kärtchen. Da bedankt sich die liebe Lilly dafür aus Berlin für die Kooperation. Und Find Your Balance, ich glaube, ich erinnere mich, genau, ist hier das Motto von der Box. Also, wie soll ich das sagen? Jetzt gerade ist so die, merkt ihr ja auch wahrscheinlich, die absolute Hochphase auf meinem Kanal. Und solltest du nicht Teil der Crew sein, also noch nicht, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich habe ein bisschen Sprachfindungsstörung manchmal. Genau, was daran liegt, dass ich einfach den ganzen Tag im Prinzip rede. Ihr seht dieses, also in dieser Zeit auch irgendwie 4, 5 Videos von mir am Tag. Und das ist einfach der Hammer, ne? Also da wird ordentlich durchgezogen hier. Denn die ganzen Adventskalender sind am Start, Leute. Auch Trendradar hat einen und den werde ich natürlich auch vorstellen. Ich bin gespannt, wann er dann geliefert wird, ne? So, ich habe hier schon mal einen umfassenden Blick in die Box. Und hier sehen wir auch einmal die Lady, die uns das Motto dann nochmal näher bringt. Das ist eine sehr entspannte Frau, wenn ich das mal so sagen darf. So entspannt ist meine Zeit aktuell nicht. Deine Find Your Balance Box. Der Herbst bringt so einige Veränderungen mit sich und die Welt wird etwas entschleunigt. Diese Zeit bietet die ideale Möglichkeit, innere Ruhe zu finden und deinen Körper und Geist in Einklang zu bringen. Fülle dein Leben mit harmonischen Momenten und lasse die Hektik des Alltags hinter dir. Find Your Balance mit deiner Trendbox im September, die dich mit Soul Food, entspannender Self-Care und Lifestyle-Produkten versorgt. Erholung pur. Jo, wir haben auch immer einen recht hohen Wert in der Box, ne? Also ja, das sind halt auch alles keine kleinen Größen, sondern halt wirklich richtig große Produkte. Ich glaube, 70 € oder so ist immer der Minimumwert. Okay, hier ist auch ein bisschen was zum Naschen mit dabei. Und dann gibt es hier einen Spoiler für Oktober, ne? Entfliehe dem Großstadtdschungel und wage deine individuelle Abenteuerreise durch die Natur. Erlebe die Schönheit und Ruhe des Waldes hautnah, schalte ab und lass deine Seele baumeln. Egal, ob auf einer anspruchsvollen Wanderung oder einem entspannten Spaziergang. Die beeindruckend bunte Natur gibt dir Inspiration und Kraft für all deine Ziele. Dabei unterstützt dich deine Trendbox im Oktober, denn sie ist gefüllt mit praktischen Essentials und Lieblingsprodukten, die dich auf deiner Reise durchs Unterholz begleiten. Auch nach deinem Ausflug im Grünen gibt es tolle Lifestyle- und Foodprodukte, die dir Waldfeeling direkt nach Hause bringen. Ja, das gibt es dann ab Oktober, aber jetzt gerade könnt ihr diese Box abonnieren. Ich mache das Heft hier mal auf, dass ich hier auch so ein bisschen chronologisch durchgehe. Denn man bekommt, wenn man das 12-Monats-Abo auswählt, ne, nicht nur die Box generell günstiger, sondern man bekommt auch noch ein Produkt on top. Und da muss ich immer gucken, welches das ist. Ich starte mit... Nee, das ist es nicht. Das hier ist kein Lip Liner, Claudi. Das hier ist der Lip Liner. Und zwar von Lavius. Der Lip Liner in der Farbe Amor. Hm, vielleicht ein Produkt, was ich dann auch zu meinem Full-Face-Beauty-Boxen mit hinzunehmen kann. Das schminke ich immer mal wieder. Ich komme in letzter Zeit relativ wenig dazu, hier mich vor der Kamera zu schminken, leider. Genau, und da verwende ich dann die Produkte aus den Beauty-Boxen, um zu zeigen, ob sie denn auch wirklich was taugen, ne? Denn das Ding alleine kostet ja auch schon wieder 17 €, aber das muss natürlich dann auch ein Produkt sein, was gut ist. Also die Farbe finde ich schon mal sehr positiv, weil das eine sehr tragbare Farbe ist. Und hier denkt man ja auch ein bisschen daran, was ist das? Also, boah, meine Haare, die machen mich ganz schön warm hier gerade. Die Kunden der Trendradar Trendbox sind ja meistens auch eher so Familien zum Beispiel, weil da ist ja für jeden was mit dabei, ne?
Und da ist dann halt die Frage, möchte man dann irgendwie eine knallgrüne Lippe haben? Nö, man möchte viel lieber eine nudefarbene Lippe haben, die man auch ganz easy peasy im Alltag tragen kann. Zum Beispiel zu so einem Lipgloss, den ich jetzt gerade trage, wird so ein Lip Liner super passen. Denn normalerweise ist es so, dass wenn ich Lipgloss, Lip Oil trage oder halt auch cremige Lippenstifte, die kriechen im Laufe der Zeit in meine Fältchen. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar keinen Schmuck um. Heute mal ganz natural hier, ne? Genau, und das ist eine gute Barriere einfach, ne? Weil die, glaube ich, einfach wachsiger sind. Okay, das ist ein Stift, den man so anspitzen muss, das kein Holz ist. Irgendwie ja, so ein recycelt Plastik wahrscheinlich oder so. Muss ich mal gucken. Steht hier jetzt nicht, aus welchem Material. Biozellulose und Zuckerrohr. Siehst du? Doch. Genau. Und ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Nimm's mir nicht übel, aber es ist ein bisschen warm hier gerade. Puh. Mann, Mann, Mann. Okay, das nächste Produkt ist von Nuki. Auch wieder ein Beauty-Produkt. Ich finde es immer schön, wenn wir ein paar mehr Beauty-Sachen drin haben, weil ich bin halt hier ein Beauty-Kanal. Care Essentials. Natürliche Pflege ohne Kompromisse. Einfach gut für dich und die Umwelt. Das ist die Face Cream Day. Pure Booster mit Hyaluron, Squalan und Ceramiden. Und das finde ich wirklich toll. Das ist auch eine Originalgröße. Hier ist zwar ein Lichtschutzfaktor von 15 mit dabei, was ich persönlich zu wenig finde. Ich gebe mir da drüber halt einen 50er auf. Ne? Das ist halt echt mein Ding, dass ich das halt wirklich machen will. Und dementsprechend meinen sehr, sehr hellen Ton vor den ganzen Sonnenschäden halt schützen möchte. Genau, und hier haben wir die auf jeden Fall drin. Ceramide sind wundervoll reparierend. Squalane sind für sowohl sensible als auch feuchtigkeitsarme Haut sehr, sehr gut, weil das ist wie so eine Art Lipid, wie so ein Fett, ne? Und das legt sich wie eine Schicht auf dein Gesicht, damit quasi die Feuchtigkeit, die schon in deiner Haut ist, nicht verdunstet. Das ist eine gute Barrierecreme, muss ich sagen. Also das ist schön, dass sie hier mit bei ist, weil ich glaube, viele können die auch ganz gut gebrauchen. So, das nächste Produkt ist ein Salus-Produkt. Leute, ich habe hier Wolle drin. Bei dem Produkt hätte man zwei verschiedene Sachen haben können. Alternativ zu dem hier hätte man auch einen Tee drin haben können. Ich habe Neurobalance Bio Ashwagandha. Oder habe ich beides drin? Nee, ich habe auch einen Tee drin. Ach, guck mal. Also ich habe hier Neurobalance Bio Ashwagandha für Nerven und Psyche mit natürlichem Vitamin C aus der Acerola-Kirsche. Ein Tonikum mit 10 Millilitern in diesem in dieser Box. Das ist einmal dieses Produkt und daneben an habe ich dann quasi nochmal einen Tee. Ja, also jetzt gerade sind so 25 Grad, da ist noch nicht so ganz die Teezeit, aber das kommt halt in den nächsten Wochen, denke ich mal. Auch da haben wir das auch mit dieser Acerola-Kirsche. Ich glaube, das wird lecker schmecken. Ich glaube schon, dass ich da Bock drauf haben werde. Ja, schön. Also ich weiß nicht, wie sowas so funktioniert. Ich verlasse mich halt nicht grundsätzlich auf solche Nahrungsergänzungsmittel oder sowas. Aber ich denke einfach, Vitamin C kann ja nicht so schaden. Ne? Also für mich persönlich ist es eigentlich immer eine ganz positive Sache. Noch ein Beauty-Produkt ist hier mit dabei und was ein Riesending. Oh, das kenne ich noch gar nicht von Muttenmaski. Velvety Glow Body Scrub. pH Balanced Softening Smoothing Exfoliating Hydrating and Nourishing Made in France. Ja, das dürfte auch eine Originalgröße sein. Wow. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Es riecht auch ganz angenehm blumig. Das mag ich. Das finde ich cool. Das wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Vor allem, weil das ja auch einen Wert von 27 Tacken haben soll. Da muss es auch ordentlich was drauf haben, finde ich. Ne? Und hier ist irgendwie mit Fruit Exfoliation. Also kann ich mir vorstellen, dass es auch irgendwie mit Fruchtsäure arbeiten könnte. Mit AHA oder so. Mal gucken, was das Heftchen mir dazu sagt. Nicht viel, jedenfalls nicht, womit das dann peelen soll. Ob das halt hier chemisches Peeling ist oder ob das entsprechende Peeling-Partikel haben wird. Spannend, ne? Genau. So, dann habe ich hier etwas drin. Home Ice Bar. Da hätte man auch unterschiedliche Farben drin haben können. Ich habe diese Variante, das ist mit Lavendelduft. Ach so, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Düfte. Da sind 5 Stück drin. Sowas ist, ja, das erwärmt sich, wenn du das so auf die Augen drauf machst. Und am besten machst du das wirklich, wenn du dich mal chillen musst. Also manchmal habe ich das wirklich, dass ich dann einen ziemlich stressigen Zeitpunkt hatte oder vielleicht mal wieder sehr wenig Schlaf, ne? Dass man einfach in einem Moment, wo man die Möglichkeit hat, sich einfach für 10 Minuten, 20 Minuten hinzulegen, dass man das einfach wirken lässt, weil das die Augen beruhigt. Und manchmal tut es einfach gut ja auch, ne? Wenn du was auf den Augen drauf hast. Manchmal zucken zum Beispiel meine Augenlider auch so ein bisschen oder ich merke das halt einfach, ne? Und ja, dass ich halt einfach ein bisschen unter Strom stehe. Und da kommt sowas eigentlich wirklich gut. Sofern man sich die 20 Minuten dann auch irgendwann mal nehmen kann, ne? Das ist manchmal ein bisschen schwierig.
so im Alltag, aber manchmal kriegt man das hin und sei es dann irgendwie abends mal, um bevor man dann einschläft, sich die Maske drauf zu machen. Vielleicht schläft man auch sogar mit der Maske ein manchmal, ne? Man weiß es nicht. Ja, das waren schon mal auf jeden Fall richtig süße Produkte, muss ich sagen. Und hier habe ich jetzt was drin enthalten, das ist aus Glas. Ich bin ja erstaunt, das ist ja heilig geblieben. Das haben die nämlich nicht nochmal extra geschützt, wow. Le Sirop de Monin Orange Spritz, Arôme Naturel. Fun Fact, ich habe heute Nacht auf Französisch geträumt. Ja, ich habe das meiner Mama erzählt, die heute auch vorbeikam und sie fragte mich, war das mit Untertiteln? Nein, ich habe das schon verstanden. Da sind 250 Milliliter drin und da scheint ein Sirup drin zu sein, wahrscheinlich so ein Getränkesirup, ne? Ja, Orangensirup für Spritz, wenn du die Aperol Spritz zum Beispiel trinkst wahrscheinlich. Ach, interessant. Womit kann man das? Weiß ich nicht, ich kenne das. Also ich kenne Aperol Spritz, ja, aber ich weiß nicht, wie man sowas dann macht. Alkoholfreier Aperitivsirup? Ach so, anstelle von Aperol vielleicht? Also hier hinten ist zum Beispiel auch so ein Rezept für Orange Spritz mit diesem Sirup. Dann, ja gut, ne, Prosecco, gönn dir hart. Mit oder ohne Alkohol, mit Zitronensaft, wenn man möchte, und Sodawasser, also einfach ein bisschen Sprudelwasser. Ich kann mir das sehr erfrischend vorstellen, weil du hast ja, wie gesagt, im Herbst auch noch durchaus sehr, sehr warme Tage. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Vielleicht auch einfach, wenn man es ganz schnell haben möchte, einfach ganz normal ins Sprudelwasser reinmachen, um so ein bisschen Orangengeschmack mit reinzubringen. Schön, ne? Dazu ein paar Eiswürfel, dann läuft das. Und dann habe ich von Seeberger hier was drin, und zwar Sweet and Salty. Das hört sich doch toll an. Oh, gebrannte Mandeln, Entschuldigung. Entschuldigung. Salzige, gebrannte Mandeln. Bei uns war jetzt letztens ganz viel Kirmes und so. Ach, ich kriege so Bock drauf, ne? Das finde ich richtig toll. Wir haben uns nämlich keine gebrannten Mandeln mit nach Hause genommen. Sonst machen wir das nämlich immer, dass mein Freund und ich dann am Ende der Kirmes nochmal irgendwie bei dem Süßigkeitenstand vorbeigehen. Dann nimmst du dir halt eine Tüte gebrannte Mandeln mit. Haben wir dies ja gar nicht gemacht. Mensch, ja, ne? So ist das alles. Dann habe ich hier noch was drin enthalten. Und zwar Regionique. Echt nachhaltig und transparent Dinkelflocken. Das ist doch schön für meinen wundervollen kleinen Sohn. Auch das hält bis Juli nächsten Jahres. Und da haben wir Dinkelflocken drin. Der isst in letzter Zeit nämlich ganz, ganz viel Porridge. Und da kommt das doch echt super gerade, ne? Wie gerufen. Da haben wir, wie viel drin? 450 Gramm? Jo, das ist echt geil. Also ich freue mich darüber total. Und ich glaube auch, dass es, wenn man das so als generell, ne, regulärer Abonnent drin hat, eine ganz gute Sache ist für ein schnelles Frühstück oder ein schnelles Abendbrot, dass man sich dazu irgendwie vielleicht eine Banane reinschnibbelt oder sonst irgendwas, ne? Dann hast du ja ruckzuck was. Das finde ich gut. Ja, kann man gut gebrauchen, ne? So, dann habe ich hier noch was drin. Hatte ich schon mal, das mochte ich nicht ganz so gerne, von Davert, Nudelcup. Lauchcreme-Soße mit Erbsenhack. Ja, das ist wirklich sehr, also es sieht bei weitem nicht so aus wie das, was hier auf dem Bild zu sehen ist, wenn du dir das machst, ne? Hatte ich vor Jahren immer mal wieder auch so in Boxen und so weiter drin und habe mir das dann auch gegessen, mal auf der Arbeit oder so. Das war nicht ganz so mein Vibe, um das mal so zu sagen. Aber mal gucken. Vielleicht, wenn ich das hier zu Hause mal esse und mir da vielleicht ein paar Gewürze, zum Beispiel von Just Spices, reinmache. Da kriegt ihr übrigens mit Just Claudi aktuell auf den Adventskalender 5 Euro Rabatt. Ne? Also das ist so mein Code, der gilt. Normalerweise bekommt ihr damit ja das Bratkartoffelgewürz für Umme. Das müsstest dann wahrscheinlich fürs komplette Sortiment geben, wenn man da so shoppen geht. Aber ne, Adventskalender habe ich euch vorgestellt und da bekommt ihr gerade den Rabatt drauf. Da habe ich heute nämlich die Mail für gekriegt. Ja, das werde ich aber auf jeden Fall zur Seite legen und mal ausprobieren. So, das nächste ist tatsächlich dieses Ding hier. HK, damit hat meine Oma, glaube ich, schon geputzt. Hat Kraft, hält länger, weniger ist mehr ein Spülmittel. Das können wir auch immer gut gebrauchen. Spritzige Zitrone mit einer starken Fettlösekraft für Allergiker geeignet, weniger Plastikmüll, 475 Milliliter. Ich finde das so geil, dass wir hier in der Trend Raider Trendbox immer wieder auch so praktische Haushaltssachen drin haben. Die kommen immer direkt bei uns in Anwendung, ne? Also das ist auch immer ganz gut gewesen, was wir auch so bislang hatten. Finde ich großartig. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die irgendwann auch mal einfach eine Chlorrolle reinpacken, weil ist ja, ne? Kann man ja gebrauchen. So geil. Okay, dann habe ich hier jetzt das letzte Produkt und das besteht aus diesen zwei Schätzen und das ist quasi das Trend-Goodie, was man bekommt, wenn man ein 12-Monats-Abo abgeschlossen hat. Hat einen Wert von 20 Euro, ne? Das ist ein Strickset. Und da habe ich einmal The Egyptian Cotton und da haben wir auch alle dieses Aprikot, ne? Sieht sehr, sehr cool aus. Ich stricke nicht. Ich habe letztens mal gegoogelt, wie das nochmal mit einer Strickliesel war.
Ich kriege das nicht hin. Ich habe das damals, als ich, ne, jung war, als ich Kind war, so oft gemacht, aber nicht mal mit einer Strickliese. Ne, da kriege ich nichts mehr mit hin. Naja, ja, aber das sieht gut aus. Kann man sicherlich auch sehr gut gebrauchen. Ja, schön, ne? So, und dann haben wir hier wahrscheinlich Stricknadeln dazu. Ist das witzig? Ich meine, ja, du hast jetzt die gemütliche Jahreszeit vor dir im Prinzip. Und vielleicht hat man dann einfach ein bisschen mehr Zeit, um sich zu Hause halt mit genau solchen Sachen zu beschäftigen. Und dann hat man so zwei Stricknadeln. Ich kann das, also ich zeige euch das mal so, ne? Ich kann das jetzt wirklich nicht bewerten, weil ich habe sowas nicht. Und ich habe auch nie fachmännisch gestrickt. Wie gesagt, Strickliesel war das höchste aller Gefühle und auch mein Webrahmen. Erinnert ihr euch noch an damals? Ich habe echt, also Webrahmen mit Stoff oder hier mit Wolle, Perlenwebrahmen hatte ich auch, Freundschaftsbänder geknüpft. Es waren doch schöne Zeiten damals, oder? Muss man wirklich sagen. Nicht immer, aber oft. Ja, genau. Also das ist das Trend-Goodie, finde ich abgefahren. Also das ist halt auch wirklich mal was praktisch und was ganz anderes irgendwie, ne? Und dann hast du ein bisschen Yoga-Info hier noch mit dabei, wie du aus der Box einen Yoga-Block basteln kannst. Das finde ich auch sehr, sehr witzig. Dann habe ich auch noch ein bisschen Werbung mit dabei, Selina Kehr. Und dann noch ein bisschen für eine Zahnbürste. Und hier habe ich auch noch mein kleines Kärtchen, was man halt sammeln kann von 1 bis 10. Da kriegst du eine Überraschungsbox. So, das ist jetzt einmal meine Trendradar-Trendbox gewesen. Ich bin sehr, sehr happy. Gefühlt haben wir nämlich jetzt dieses Mal nicht so viel Food-Anteil. Weiß ich nicht. Kommt nur mir das so vor. Ich finde es jetzt ein bisschen ausgewogener. Ich finde es nämlich toll, wenn wir halt auch in der Box diese Lifestyle-Produkte mit dabei haben oder halt auch einfach diese Haushaltsprodukte, diese super praktischen Sachen, die ich sofort mit uns nach unten nehmen kann, in die Küche direkt hinstellen und benutzen, ne? Also das finde ich immer großartig oder halt auch Dinkelflocken, die du sowieso dann jetzt auch gerade gebrauchen kannst. Ich finde es praktisch, auch eine Basic-Creme zum Beispiel, ein Körperpeeling, was einfach noch so ein bisschen mehr an diese Self-Care-Time erinnern soll und das finde ich einfach großartig. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht benutzen werde, aber ich weiß auf jeden Fall, wer in meiner Familie es benutzen würde und wem ich das dann entsprechend schenken kann. Aber ja, das ist jetzt einmal die Trend oder Trendbox gewesen. Wie fandet ihr die so? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns super gerne mal austauschen. Und wie gesagt, mit Claudi15 könnt ihr auf eure erste Box, wenn ihr Bock auf die Box haben solltet, 15% sparen. Ja, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.